Heute bepflanzen wir die Hochbeete, die ihr vorbereitet habt. Wir machen die Bienenweide frei, das heißt die Nistkästen, die ihr schon jahrelang immer gepflegt habt. Und wir machen die üblichen Pflegearbeiten, die im Garten anfallen. Hecke schneiden, Rasenmähen, was noch, Rasmus? Brombeeren. Oberstufe, Mittelstufe oder gerade erst ins Gymnasium gekommen. Der Gartenunterricht am Max-Planck-Gymnasium ist für alle gemeinsam. Nach langer Corona-Pause müssen die Jungs und Mädchen jetzt säen, setzen und kräftig ausputzen. Die Saisonarbeiten ist halt immer, die Hecke sprießt, muss man machen, die Brombeeren sprießen, muss man machen. Dann kann man sich halt zwischen den ganzen Aufgaben, die es gibt, eine aussuchen. Wir machen jetzt erstmal gerade das ganze Unkraut weg, damit hier eben der Einflugsweg für die Bienen frei ist und die Bienen hier reinkommen können. Die Lehrer hatten Sachen ausgesucht, die hatten die gekauft und wir durften uns von den Sachen dann Sachen aussuchen. Und wir markieren die gerade, also was ist, dass auch andere Besucher sehen können, was ist. Viel sagen muss die Lehrerin nicht mehr. Blumen, Kräuter und Gemüse sind ihnen längst vertraut. Jeder Handgriff fast selbstverständlich. Bio, Chemie und Physik ganz praktisch. Unterricht zum Zupacken. Gärtnern ist trendy hier an der Schule und schweißt zusammen. Zu Hause ist es ja so, man ist mit den Eltern. Und hier ist es, ich finde es halt einfach, man hat mehr Zeit mit den Freunden auch was zusammen zu machen, selber halt kreativ zu werden. Und ja, das finde ich einfach richtig schön. Jeder kann zu mal fragen kommen, kannst du mir mal hier helfen oder kannst du mir mal dort helfen? Und das, dann unterbricht er halt einfach so kurz seine Arbeit und man kann helfen. Das ist schön. Ich mag es eigentlich, wenn man so im Garten ist und da, auch wenn man sich nur auf eine Liege legt und dann halt die ganzen Geräusche hört oder so. Ich finde das entspannend. Ja, und jetzt gehst du rein und drehst. Wie geht's jetzt? Einfacher. Also du musst natürlich auch sehen, wo du schneidest. Lehrerin Claire Kempf-Feist unterrichtet Sport und Biologie. Vor 15 Jahren hat der Schulleiter sie gebeten, aus dem verwilderten Stück Land hinter den Klassenzimmern wieder einen Schulgarten anzulegen. Es ist mir angetragen worden und ich habe gedacht, das ist die Gelegenheit, nicht nur Kopfarbeit zu machen und nicht nur die Kinder am Schreibtisch sitzen zu lassen, sondern da können sie ausprobieren. Und sie haben sehr viel Freiraum auch. Also es wird zwar angeleitet, aber die eigenen Ideen werden auch immer dann möglichst versucht umgesetzt zu werden. Der Chemielehrer unterrichtet auch ab und zu im Garten. Die Schüler entnehmen dann Proben aus dem Teich, um den Nitrat- und pH-Wert zu messen. Experimente, die Sinn machen. Amelie und Leila sorgen schon mal für mehr Sauerstoff für die Frösche. Wir machen die Algen raus. Im Kräuterbeet ist der Schnittlauch verblüht. Helen und Maeva sind immer vorausschauend. Sie kümmern sich um die Aussaat für 2021. Wenn sie wieder geblüht haben, so wie hier, dann, wenn die Blüten dann ausgetrocknet sind, dann tun wir eben wieder die Samen rausernten und wieder neu einpflanzen. Also ist quasi so ein Kreislauf. Bienen können hier auch studiert werden. Als Abiturprojekt hat sich eine Gruppe auf Wildbienen spezialisiert. Amelie kümmert sich um Nahrung und Unterschlupf. Die Bambusrohre sind eben dafür da, da sind so innen kleine Löcher, damit die Bienen sich da einnisten können. Und da gibt es eben unterschiedlich große Rohre, also hier sind zum Beispiel ganz kleine, hier sind größere und deswegen können da auch unterschiedliche Bienenarten rein. Das ist eigentlich schon ein sehr wichtiges Projekt, da das halt in letzter Zeit ein sehr akutes Problem geworden ist, dass die Bienen eben aussterben und dass eben wir hier so einen kleinen Wohlfühlort-Bienenhotel für die Bienen schaffen können. Noten gibt's natürlich keine für die Garten-AG im Max-Planck-Gymnasium. Aber Belohnungen schon. Also es gibt so ein, zwei Tage im Jahr dann und dann heißt es, wir ernten jetzt alles. Und dann holen wir alles, legen alles auf den Tisch und waschen und schneiden auf. Und dann gibt's die Tage, wo wir dann einfach nur essen zusammen. Und dann essen wir alles und dann sind wir ganz froh, dass alles geklappt hat.